Wunder. Heute haben wir uns nicht taktisch entschieden, ganz aus dem Bauchgefühl heraus. Wir haben uns einfach gedacht, dass es für das Paar gerade eben nicht so gut ist für sie selber. Hatten das Gefühl, dass sie etwas ermüdet sind, etwas sich nicht mehr wohlfühlen. Nicht zwischen den beiden, aber so in der Allgemeinheit. Ich glaube, das wird nicht besser einfach. Das ist Adriano und Philipp. Ja, ich finde die Nominierung selber okay, aber die Begründung finde ich schwach. Kein Problem. Das ist genauso schwierig und ja. Und trotzdem schöne Worte. Ja. Scheiße, ja, hey. Ist ja nichts passiert, hey. Ist ja keiner gestorben, hey. Trotzdem. Nein. Zuallererst einmal herzlich willkommen, Guido und Emre. Ja. Schön, dass ihr dazugestoßen seid. Danke für die Aufnahme, danke. Ja, also wie viele von euch wissen, sind einige Dinge mir gegenüber passiert. Und zwar habe ich ja leider vor ein paar Tagen mitbekommen, dass Philipp zu ein paar Leuten gegangen ist und denen gemeint hat, dass ich irgendwie über die geredet hätte, dass ich die rauswählen will und hat halt anscheinend versucht, Leute zu animieren, mich rauszuwählen. Ich glaube, Philipp ist unbeliebter als Adriana. Ja. Dadurch, dass das halt war, wählen wir jetzt heute euch. Mit dieser Geste jetzt ist das dann für mich auch abgeschlossen und dann, ja, rede ich auch wieder gerne mit euch. Akzeptieren wir. Sie hat gemeint, ja, für sie ist das erledigt und für mich ist es auch erledigt. Wir fangen jetzt bei neu an, das passt alles. Und ja, ist für mich okay, für sie okay, passt. Das ist das Spiel, ja, ein Pärchen. Hm? Über die Bertha bitte, ja. Alles gut. Müssen wir ich ein Pärchen. Schon wieder an, das gibt's schon. Geht schon. Wirklich? Geht. Okay. Wie man sieht, das ist uns überhaupt nicht leicht gefallen. Überhaupt nicht. Geht's? Magst du weiterreden? Nein. Du, sag mal, wenn du fertig bist. Bist du soweit? Ja. Okay. Also, ich bin kein großer Redner. Und da kommt der Zettel. Entschuldigung, dass ich davon ablese, aber ich war heute einfach so fertig. Ich habe so viel im Kopf gehabt. Wenn man sich nicht gut geht, erinnern, das brauche ich überhaupt nicht. Das passt halt einfach nicht. Entschuldigung, habe ich jetzt. Nein. Achso, ich habe mir gedacht, weil ich dich unterbrochen habe. Nein, er ist einfach emotional. Ja. Nimm dir die Zeit, das ist okay. Es ist so, unsere Entscheidung ist jetzt gefallen auf Scott und Kerstin. Deswegen, wegen der Gesundheit. Ja, ich fühle irgendwie, dass die Kerstin schwanger ist. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich habe nichts damit zu tun. aber ja. Senat, ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß, was du meinst. Alles gut. Alles gut, alles wir verstehen gut. So. Hau raus. Und er hat einfach den Punkt auf den Nagel getroffen. Ne? Lass raus. Es ist so. Im Endeffekt. Komm her, Große. Hau dran, komm raus. Das war eigentlich auch okay, ne? Ich verstehe es nicht. Lieber so eine Stimme als eine gelässige Stimme. Genau. Meine Entscheidung ist mir heute ziemlich leicht gefallen, weil mir ist einfach, ich bin ein Mensch, ich gehe eigentlich direkt auf die Personen zu, wenn mich etwas stört. Ich habe es runtergeschluckt, eine Zeit lang, also von gestern auf heute eigentlich so. Wir wissen, wir haben die zwei Forsthaus-Ladies und was mich dann einfach so geärgert hat, war einfach, du hast ja die Aufgabe, die Regeln zu beachten, also dass niemand die Regeln verstößt. Du hast aber dann nicht nur darauf geachtet, sondern wirklich, dass jeder einfach, wenn du auf Kommando sagst, seid still, alle still sind. Und das war halt ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, warum? Weil ich bin der Meinung, du hast im Tag bewiesen, dass nicht jeder Macht verträgt. Für mich bist du im Teil in deiner. Ja, für mich bist du im Teil ein bisschen zu sehr abgehoben in deiner Rolle. Hey, es ist voll okay. Ja, I get that. Er hat jetzt einfach auch gesagt, so, dass ja seine Rolle da der Hausmeister zu sein. Und ein bisschen hat es ihn halt geärgert, dass da jemand anderes diese Rolle übernimmt. Und es tut mir im Tat leid, dass es wieder euch trifft. Und ich hoffe, ihr versteht.
kann man sich auch wieder lockern oder so. Ich hoffe es jedenfalls. Ich hoffe im Chat nicht, dass es dem weiteren Kontakt schadet zwischen uns. Es tut uns leid. Nein, also ich fühle mich nicht wie die Herrscherin, aber ich fand es schon amüsant. Also ich kann es nicht abstreiten, dass es mir ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir mögen alle wirklich sehr, sehr gerne, aber du darfst weiterhin. Ich muss wieder Schlechte machen. Heute bist du der Schlechte. Wir haben sie bis zum Schluss, bis wir bei der Tia meine Gang sein, haben wir uns nicht beratschlagt, wenn wir wollen. Es gibt keinen Grund, warum wir meine Person gewählt haben, aber es ist leider Vanessa. Vanessa? Ich will die Vanessa! Ja, ich will die Vanessa! Ich will die Vanessa! Rebecca und Sonja, ja. Eigentlich gibt es nicht wirklich einen speziellen Grund dafür, weil wir sie eigentlich gern mögen und uns auch gut verstehen mit den zwei. Aber halt mit den anderen zwei Pärchen, die zur Auswahl stehen, haben wir halt mehr Kontakt. Und da ist auch schon eine schöne Freundschaft entstanden. Und deswegen haben wir uns für die zwei Damen entschieden. Die Vanessa, das bleibt mir hängen. Ah, das bitte jetzt, das bitte. Ich bin ein langer Redner und kein kurzer Redner. Das ist meine Art. Ich habe auch die Entscheidung voll auf mich genommen und den Emre aus diesem Ganzen rausgehalten. Pontius Pilatus erwischt die Hände in Unschuld. Wenn ich er wäre, würde ich die Rebecca empfehlen, weil eben damit die Gruppierung aufhört, weil dann wäre der Frieden da. Zu den zwei First Ladies, tut mir leid, wie gesagt, da gab es nicht diese Gespräche, die ich mit den anderen geführt habe. Nichts gegen euch. Ich will auch niemanden hier irgendwie. Ich will jetzt nicht Feinde sammeln. Und es tut mir auch leid. Und ich möchte mich vom Herzen entschuldigen. Und ich will hier mit niemandem einen Stress oder einen Streit. Geht's ihm an? Gibt's ihm Watschen? Ich habe nichts gemacht. Ich habe jetzt nur die Entscheidung so getroffen, weil es nicht anders geht. Aber wir verlieren eh morgen. Also somit passt das. Ja, bitte. Also diese Negativität, Emre, komm. Nein, du musst ein bisschen an dich selber glauben. Voll okay, Guido. Es ist okay, es ist die Wahrheit. 100% okay. Es ist okay. Der ist neu und hat keine Ahnung und er ist mit jemandem im Zimmer und ich sage, klar, kann passiert sein, dass sie beeinflusst wurden. Passiert ja in dem Haus öfters. Ja, ich fand es interessant, dass so viele auch Rebecca und Sonja gewählt haben. Mhm. Fand ich ehrlich gesagt gut. Sage ich im Haus natürlich nicht so laut. Nein, aber es ist gut zu wissen, dass mehreren aufgefallen ist, ja, dass Rebecca ein bisschen over the top war die letzten, ja, paar Tage.